Ist wirklich einfach, so ein Radio einzubauen, wenn man einmal eins des Autos hat. Seit ich kleine Pannen selber beheben kann, fühle ich mich unterwegs viel sicherer. Dabei hilft mir einmal eins des Autos. Das neue Sammelwerk im praktischen Ringordner. Das zeigt alles, erklärt alles, Schritt für Schritt. Auch für Anfänger leicht verständlich, mit vielen hilfreichen Tipps und übersichtlich geordnet. Einmal eins des Autos für 4,90 Mark jetzt beim Zeitschriftenhändler. Nordmende, das fantastische Programm. Jeden Tag sind Tausende von Journalisten auf der Jagd nach interessanten und spektakulären Stories. Ihre Recherchen sind sehr gründlich. Mit kritischem Auge verfolgen sie das Zeitgeschehen. Sie brüten oft bis spät in die Nacht über ihren Artikeln. Auf diese Weise entstehen Hunderte von Zeitschriften. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. Und es ist gut zu wissen, dass es hier Unterschiede gibt. Tempo. Die Zeitschrift gegen das Mittelmaß. Frohes Fest, ne? Also Weihnachten, die stille Zeit, die Zeit, wo man Ostereier ans... Nein, das ist was anderes. Anyway, wir haben uns gedacht, zur Weihnachten... Auf, bitte, zeigen wir euch mal, wie es so aussieht in der Redaktion. Also hier unter diesem Arbeitsmaterial, da ist ein Schreibtisch drunter und da sitzt normalerweise Jörg Hoppe dran und das ist der Redakteur. Und der hat normalerweise auch so ein Mädel an der Seite, die heißt Kerstin B. Röttger. Das heißt, die hieß vor kurzem so, jetzt ist sie vorgeladen und jetzt heißt sie anders. Das ist aber... Auf jeden Fall, am Freitag treffen die sich hier, ne, normalerweise, und bauen eine Sendung. Und wir haben uns gedacht, Weihnachten, wir basteln zum Beispiel so etwas und... Ne, das nehmen wir nicht. Eine und nehmen wir auch nicht. Aber wir haben zum Beispiel Cliff Barnes and the Fear of Winning. Die zwei Minuten, ja, die zwei Minuten haben wir schon mit da. Dann haben wir was... ja, genau. Hier sind sie, oder? Sind sie nicht. Sowetzko-Foto, die sind auch dabei. Dann gibt es vom Trash Center Hamburg gibt es 10 Sampler zu gewinnen, das weiß ich auch noch. Und dann haben wir noch was von Andreas Dorau. Erinnert ihr euch noch an Andreas Dorau? Hm? Das war der mit der Fred vom Jupiter, genau. Und Andreas, der Liebe, der hat uns gebeten, ob er nicht mal in der Offbeat sowas ein bisschen gefeatured werden kann und so. Und wir haben uns gedacht, ja, Andreas Dorau, gell, und so. Aber Weihnachten ist wahrscheinlich der einzige Zeitpunkt, wo man sowas machen kann. Und weil das eh so ein bisschen so eine zusammenfassende Sendung ist, sozusagen, haben wir uns gedacht, kurz mit Andreas Dorau. Solche Töne der Demokratie habe ich bisher vermisst. Demokratie hat viele Gesichter.
ist sie schlichter. Dann demonstriert sie, dann wieder schlägt sie zu und lässt keinen in Ruhe. Mit anderen Worten, das ist Demokratie. Langweilig ist nur. Demokratie, Herr Bundeskanzler, ist Herrschaft auf Zeit. Mal ist sie samm, wie ein Lamm, dann wieder sein, wie ein Schwamm, der voll gesogen und durchzogen von Schlamm und Morast. In unserem demokratischen Gemeinwesen muss nicht nur die Kasse stimmen. Dann kommen wir wieder nach vorn. Und Sie sollten das mitmachen. Nun Wohlstand überwiegt. Woran das wohl liegt? Wie werden wir wieder flott? Das ist die Frage, die jeden bewegt. Die Antwort jeder. Ich erkläre es gleich für die, die das Grundgesetz nicht unter der Achsel haben. Alle vier Jahre wird wieder gewählt, wird wieder jeder von jedem gequält. Ärgern wir uns nicht! Das ist das wahre Gesicht, darum verirre dich nicht. Bleib im Garten Eden und hör dir an die Reden. Dann kommen wir wieder nach vorn. Wo keiner eingehalten werden kann, sonst bliebe man nicht 4 Jahre dran. Denn das ist Demokratie. Weil ich so nie. Ob es einem schmeckt oder nicht. Das ist Demokratie. Langweilig wird wie nie. Sein wir froh darüber. Ich bitte, die Häufigkeit der Zwischenrufe zu unterlassen, weil sie störend wirken. Das ist Demokratie. Langweilig. Einmal. Das ist Demokratie. Langweilig hört sie nie. Ich fasse zusammen. La 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 la. La 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 la. Tja, Weihnachten ist die Zeit des Gebens und des Nehmens und wir nehmen natürlich lieber, ganz klar. Da gibt es ja so Geschenke von den diversen Firmen, ne, mit denen wir so im Laufe des Jahres zusammenarbeiten. Zum Beispiel letzte Woche haben wir noch davor gewarnt, aber die Toten Hosen haben es wahrscheinlich wieder nicht kapiert. Ne? Giftig, giftig, So, was haben wir noch? Zum Beispiel hier von SPV ein wunderschönes Schreibset, also wirklich was Nützliches. Aber es gibt auch durchaus unnütze Weihnachtsgeschenke von den Firmen. Zum Beispiel hier dieser Instant-Weihnachtsstern zum Auseinanderklappen. Ganz toll, ne? Quatsch. Oder hier von einem stadtbekannten Drogenumschlagsplatz, sagt wenigstens der Stern. Naja, ist genauso blödsinnig hier. Aber ein sinnvolles Geschenk ist uns natürlich auch unterlaufen, zum Beispiel hier. Die alte MS-034. Und zwar ist das aus China. Das ist wirklich die tollste Mischung zwischen Weihnachten und Ostern, die ich jemals gesehen habe. Weil da ist alles drin. Da ist das frühchristliche Symbol des Eis drin und man muss nur auf die Dings drücken und dann geht's aber los. Also Achtung, ne? Nicht? Liebes Christkind, kommst du auch zu mir? I'm here! Everybody!
Christmas party, y'all. Ja, natürlich gibt es auch noch mehr sinnvolle Weihnachtsgeschenke. Ja? Also zum Beispiel Stivo, stadtbekannter Hamburger Designer, hat uns dieses schöne T-Shirt zukommen lassen. Was ist das, was gestern passiert ist? Okay, anyway. Und dann haben wir hier von Chrysalis, die verbinden das Angenehme mit dem Unnützen, nämlich schöne Weihnachtsgrüße und noch eine CD drin. Auch nicht schlecht, ne? Was ist denn das überhaupt? Eben so ein Promo-Zeug. Natürlich gibt es auch unangenehmere Sachen, wie zum Beispiel hier die Ärzte, die hier mit Geldschein an. Ist das Falschgeld? So falsch wie die Ärzte? Fragezeichen? Naja, aber es gibt ja auch vielleicht noch, hey, was soll denn das? Ein Scheck. Das ist ein Scheck. Das finde ich ja nur eine Unverschämtheit. Können wir das an dieser Stelle rausschneiden? Ja, schneid das weg. Weg. Ich geh bei den Ärzten raus, okay? Full of chocolate Kassetten, Schallplatten, yeah, I'm rapping cool, you're not stopping, bugging, Christmas flowers, TV power, this Christmas party is yours and ours. Kling, 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 gonna hit it now. Silent night! I want an Eisenbahn. I got the Eisenbahn. I want the Tannenbaum. I got the Tannenbaum. I want chocolate. I got chocolate. I want sugar. That's candy. I want candy. Suck on my candy. Boy. Drängt die Menschen in dieser Zeit geradezu danach, etwas Gutes zu tun. Ja? Also es geht natürlich Plattenfirmen nicht anders, wie zum Beispiel hier die Ariola. Auch in diesem Jahr hat die Ariola von Weihnachtsgeschenken abgesehen und stattdessen einen großen Beitrag an die Arbeitsgemeinschaft Deutscher AIDS-Stiftung überwiesen. Wir sind sicher, auch in ihrem Sinn gehandelt zu haben. Herzlichen Glückwunsch, also wirklich toll. Apropos Black Death, jetzt wissen wir auch, mit was die Sugar Cubes ihre Zeit vertreiben. Das ist das Zeug, mit dem sie sich vorher anduseln, bevor sie auf die Bühne kommen. Deshalb die deutschen Trinklieder. Ein fürchterliches Zeug, ja. Fürchterlich. So, und, naja, vielleicht, gut. Noch etwas für die Offbeat-Dogmatiker. Ab nächstem Jahr gibt es Tanzhaus jeden Sonntag. Und da gibt es dann Hip-Hop, House und alles das, was so Dancefloor-mäßig was zu tun hat. Wir werden uns künftig bei Offbeat weniger mit diesem Thema beschäftigen, okay? Alles klar? Vielen, vielen Briefe, die da kamen, eben, die gesagt haben, solltet ihr nicht eine eigene Sendung machen und so. Ihr habt natürlich recht, natürlich sollten wir das, machen wir auch. So, und jetzt noch was, und zwar, es geht um Westbam. Westbam ist wieder zurück aus Seoul, hat dort ja kräftig aufgelegt und ist schon wieder voll im Geschäft. Er hat einen Remix gemacht von BHH, das ist Bulgarian Hip-Hop, und den gibt es sicherlich auch zu hören beim Macht-der-Nacht-Fest hier in München in der Negerhalle am 30. und am 31.12. Und wir haben ein paar Tickets zu verlosen, die gibt es zu gewinnen. Also das ist diese Veranstaltung hier mit Westbam und er wird dann auch auftreten und auflegen. Alles klar? Ihr müsst einfach nur in die Offbeat schreiben. Und das gibt es jetzt auch zu sehen, BHH und Bulgarian Hip-Hop.
Tja, dann wollte ich euch noch was vorstellen, nämlich eine neue Zeitung. Shark heißt die, genau zur heiligen Zeit. Kommt die mit Hardcore, Dancefloor und all das, was Offbeat-Freunden Spaß macht. Hallo? 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 Ja, wer ist denn da? Guten Tag, ich rufe von Hamburg an. Können Sie mir bitte sagen, heute Abend um 22 Uhr gibt es der Jeremy, also die Made in Germany. Sind die Jeremy Days Interview da? Ob die Jeremy Days Made in Germany sind? Ja. Aha, das ist eine gute Frage. Mhm. Ja, ich werde das mal eruieren. Wenn Sie mal kurz dranbleiben, ich verbinde Sie mal mit dem zuständigen Mann. Das ist Christoph Post. Moment bitte, ja? Ja, danke. Hallo, Christoph? Moment, ich muss das nochmal versuchen, das ist hier... Ja, Moment, was drückt man denn da? Null? Vielleicht rufen Sie einfach später nochmal an, okay? Sie rufen... Schönen Gruß an Hamburg, der Perle am Bodensee. Das ist ein bisschen schwierig, ich kann Ihnen das im Moment nicht sagen, wissen Sie, weil ich hier gerade eine Sendung mache. Ich wollte eigentlich gerade was anderes vorstellen. Na? Ja, warten Sie ein bisschen, rufen Sie später einfach nochmal an, okay? Jo, bis dann. Leute, gibt's. Also Shark, neue Zeitung, wie schon gesagt, erste Ausgabe liegt vor. Alles das, was Offbeat-Freunden Spaß macht. Also ein bisschen Independent, ein bisschen Dancefloor, ein bisschen, naja, auf jeden Fall mal was Neues. Guck mal rein, ist ein gutes Blatt. Kostet nur, wie viel kostet denn das eigentlich? 2x50, naja, auch nicht schlecht. So, und dazu haben wir auch einen entsprechenden Clip, nämlich von Die Kreuzen. Bitteschön.
Tja, Jungs, in das Speck steht was drin über die Kreuzen. Sehr uninformativ, Jungs, sehr, ich weiß, ihr habt auch von den Sugar Cubes, ne? Ein bisschen zu viel, oder? Naja, anyway, das scheint ein bisschen Mode zu werden bei den Amis da drüben. Die Kreuzen, das Damen, also die haben echte Schwierigkeiten mit der Grammatik, aber vielleicht ist es ja auch irrsinnig witzig und ich habe den Gagbus nicht gecheckt, so. Naja, gut. Die Zeit, wir kommen zur Zeit. Was ist die Zeit? Ist die Zeit nicht das einzig Zeitlose überhaupt? Ist die Zeit denn nicht... Richtig, 2 Minuten ist auf jeden Fall eine lange Zeit, auch für Cliff Barnes. Mal sehen, was die da so gemacht haben, ne? Yes, hey, hallo, yes. Hallo. Hi. We're Cliff Barnes and the Fear of Winning. And I was going to tell you a little story about what happened. Nancy and Ronnie in their bedroom, but that's been censored. And I was going to tell you about the assholes, but that's been censored. So we're going to sing a song. T-shirt. Wait a minute. This is a song about, this is The Godfather in 3 minutes. The 4 strings. Latin lovers on fountain streets sing songs to God as they wipe their feet on the cheap dirt trash, calls a tune around here. Johnny stands in the light of a mobile sign. Johnny's got a job on the county line. And Johnny's gonna shoot, and Johnny's gonna disappear. Johnny ain't good. Johnny must. Wait. Let's try it again. You got it. 40 seconds left. What? You got to count us in. One, two, three. Johnny ain't tough. Johnny's got style, but that ain't enough. They're blowing him away, and no one's gonna shed a tear. It's the end of the month, and Johnny's in deep. Land lost down, Johnny can't sleep. One day Johnny will be hanging from a chandelier. What's the time, Martin? 2 minutes is up. Yes. All right. I'm gonna be an asshole. Okay. Tja, die Zeit läuft uns auch davon, das heißt fast, wir halten sie gerade noch auf mit Sovetsko Foto. Hier, schieb mal rein, Markus. So, dass München musikalisch ausgestorben und desolat ist, der Meinung bin nicht nur ich. Es gibt natürlich im Umland, außer Pampa
und Pampa und nochmal ein bisschen Pampa und ein bisschen Wald, auch noch hin und wieder so blühende Zweiglein. Also Susie Cream Cheese fällt mir da zum Beispiel ein. Oder der Altanarchist Hans-Jürgen Buchner, der gerade in einem Studio in Köln sitzt und neu rumbastelt. Oder Billy Big Time oder aber Sovetsko Foto aus Rosenheim. Rosenheim übrigens nicht nur bekannt für vorzügliches Backwerk, sondern eben auch für diese Gruppe. Sovetsko Foto. Sovetsko Foto, Walter. Gibt's, du hast gesagt Jochen. Walter, entschuldige. In dieser Besetzung seit 4 Jahren. 4 Jahren in dieser Besetzung. Also original seit 82, aber mit wechselnder Besetzung und die neue Besetzung jetzt seit 84. Ihr habt mit eurer Platte hier im Umkreis, oder in meinem Umkreis hier in München, ziemlich viel Aufsehen erregt. Ist wunderbar, ne? Black Plumage of Mail. Das ist so ein bisschen Düsterpop, wird sehr oft mit englischen Bands verglichen. Ist das nicht ein bisschen müßig für euch? Eigentlich mit Düsterpop haben wir eigentlich überhaupt nichts am Hut. Also ist für uns eigentlich eher Popmusik. Düster, das, also mit so, wie du mir gesagt hast, Sisters of Mercy oder so, haben wir eigentlich gar nichts am Hut. Hört sich nur im ersten Moment vielleicht so ein bisschen an. Genau, aber es ist eigentlich die neuen Sachen eigentlich überhaupt nicht mehr. Was ist denn so ein bisschen eure Zielrichtung? Hard Pop hört man in Verbindung mit euch auch. Ja, eigentlich Popmusik ein bisschen härter, ein bisschen experimenteller eigentlich, ja. Das Ganze ist im Selbstverlag und Selbstvertrieb aufgenommen worden. Ist so ein bisschen hoch. Finanziell auf jeden Fall. Aber das Vorteil ist halt, dass man das kontrollieren kann. Hundertprozentig halt, die ganze Sache. Wenn du halt was machst für die Platte, dann hast du dann selber in der Hand. Dann kannst du unter Umständen halt mehr verkaufen, als wenn du das bei irgendeinem Öko-Norddeutsch-Label hast und das halt irgendwie so, naja, tralala, ja, wir machen was, ja, wir machen doch nichts, nee, die Platte gibt's nicht und so. Wir haben nur schlechte Erfahrungen eigentlich gemacht mit den Labels, die wir bis jetzt zusammengearbeitet haben, deswegen haben wir jetzt gesagt, das machen wir selbst und das ist eigentlich am besten bis jetzt. Wir haben selbst produziert, das Cover und so, alles in der Hand gehabt. Nein, das ist okay. Die Münchner Szene krankt ein bisschen daran, dass jeder mit jedem und jeder eigentlich nur auf den großen Startschuss wartet. Ihr seid ein bisschen isoliert in eurer Szene. Wie ist denn das dort, Walter? Ja, sehr isoliert. Außer uns ist eigentlich, gibt es vielleicht noch ein paar Blues-Krautrocker und das war's dann. Der Vorteil ist halt irgendwie, dass man mit der Zeit halt einen eigenen Gruppe, als in München zum Beispiel diese 100 oder 200 technisch sicher ganz guten Studio-Futzis, die halt da mal und es ist halt immer, ja, alles und gar nichts. Nicht technisch sicher perfekt, besser als wir, aber es ist halt kein Gruppensound, kein Sound von der Gruppe. Und das ist halt der Vorteil, wenn man isoliert ist, würde ich sagen. Diese 4 Jahre oder 6 Jahre Isoliertheit, die hat halt wirklich dazu geholfen, dass man den Gruppensound entwickeln kann, ohne jetzt mit irgendwelchen Leuten da zusammenarbeiten zu müssen, wie in München oder sowas. Da spielen, nur irgendwie was Eigenständiges nicht rauszubringen oder sowas. Ne. Ihr merkt schon, die Münchner Musiker sind unglaublich beliebt bei den anderen in der Umgebung. Diese Isolation hat also zu eurem ureigenen Sound verholfen. Jetzt wollt ihr ein bisschen mehr nach außen. Ihr sucht auch Kontakt zu anderen Musikern, auch Münchner Musikern. Wie ist es dazu gekommen? Also wir wollen halt die nächste Platte mit mehr Musikern aufnehmen. Also was heißt jetzt mit wir haben zwar die meisten schon zusammen, so Cellisten und Pianisten und solche Sachen. Ne? Aber so direkt mit Münchner Musikern nicht unbedingt. Also die Münchner, also andere als die Münchner auf jeden Fall. Es sind andere, ja. Es sind aus unserer Gegend wieder. Mehr aus der Klassik-Ecke. Aha. Ihr macht ein Konzert am 15.01. in der Manege hier in München. Gibt es noch andere Konzerte in Deutschland? Wisst ihr davon schon was? Ja, also es ist in Stuttgart, in Gießen, Mannheim, Köln wahrscheinlich, Schwindkirchen und Geislingen, genau. Das ist so eine Tour dann in diesem Zeitraum vom 13. bis zum 21. Januar. So eine Minitour also. Auch das Tourbusiness ist ja ein ziemlich riskantes Geschäft für so eine kleine unabhängige Band. Erzähl doch mal. Das Problem ist im Moment so, dass die meisten Veranstalter eigentlich an deutschen Bands kein Interesse haben. Wenig an amerikanischen Bands und so. Wenn wir mit unseren Budgetvorstellungen ankommen, sagen die, ja, für den Preis können wir 2 amerikanische Bands oder 3 englische Bands bekommen. Ne? Also wenn wir dann gespielt haben, dann wollen sie uns wieder, aber vorher ist eben die Schwierigkeit, da hinzukommen. Ne? Bye.
Frage wieder mal, was ist eigentlich Offbeat? Mehr was sein, sehr. Ja, solche und ähnliche Antworten bekommen wir am laufenden Band, aber nur mal im Ernst, was ist eigentlich Offbeat? I think that it could be everything. Musik, die nicht jeden Tag in den Charts oder im Radio zu hören ist. Hört sich gut an. Ja, von Offbeat habe ich eigentlich keine große Ahnung. Das ist so eine Fernsehsendung im Kabelfernsehen. Eigentlich ist es ein Begriff aus der Musik, wenn ich mich recht erinnere, und zwar, wenn irgendwas im Takt sitzt. Was für ein Ding? Offbeat? Hey, ehrlich, hey, Leute, das ist echt zu viel. Keine Ahnung. Ja, Offbeat ist die einzige vernünftige Sendung für Musik im Fernsehen. Aber ich sage, so eine Flasche Kakao, so voll in den Schlund herein. Wird von einem sehr sympathischen Menschen gemacht. Also Offbeat ist für mich eine Sendung, die echt gut ist, weil sie da Punk und Independent spielen. Schwer zu sagen. Und ich freue mich also jeden Tag wieder darauf, Offbeat zu sehen. Offbeat ist eine Sendung in Tele 5. Ja, Offbeat ist eine Sendung auf Tele 5, wo echt die beste Musik kommt, finde ich. Offbeat ist die größte Scheiße der Welt. Christian Ecker, das ist das größte Arschloch der Welt. Someone saw a strange amount of moisture on her lips, and it was also seen upon her arms and on her hips. No one knows exactly who she was or how she died, but when they opened up her purse, they found a snail inside. Schon verrückt, was die Leute sich bei Offbeat einbilden, ne? Also die Engländer sagen dann auch Offbeat. Naja. Ihr fragt euch sicher, was diese Umfrage mit Residence zu tun hat. Nun, ganz einfach, wir wollen schlicht und einfach die beliebteste Sendung in Deutschland werden. Nichts weiteres steht uns im Sinn und ihr müsst dazu überhaupt nichts rubbeln und nichts schnüffeln und nichts blinken. Nur hin und wieder schreiben. Schreiben lohnt sich diesmal, denn wir haben was ganz Besonderes für euch, nämlich eine Offbeat-Live-Nacht am 16. Februar 1989 hier in München. Mit dabei Laibach, The Godfathers und The Residents mit einer speziell konzipierten Show nur für uns. Nur für uns, doch, haben sie gesagt. Außerdem noch dabei The Fall. Nee, die haben wir schon, oder? Godfathers, Fall, Laibach. Genau, das ist das Programm. Und 5x2 Karten gibt es zu gewinnen für euch. Einfach nur schreiben an die Offbeat. Und gewinnen könnt ihr auch was vom Trash Center Altona in der Max-Breuer-Allee. Die haben nämlich diese wunderbaren Sampler hier rausgebracht. Alle handgewebt zum Beispiel oder gespritzt oder gemalt. 10 Stück davon gibt es zu gewinnen. Es sind insgesamt 64 Minuten Musik drauf, 150 Mitwirkende. Also wirklich ganz toll gemacht und wirklich auch was für Sammler. Weil wie gesagt, jedes Stück ein Einzelstück. Gibt es alles zu gewinnen, alles bei Offbeat. Schreibt einfach, okay? I'm
dreams are full of my gunk. I slide up behind and in my mind. My dreams are always with you. And then I stripped you, I ripped you down to my scripture. Cause I've got shit for brains, piss in my pants. I'm making contain the whole universe. I'm your heavenly host, the Holy Ghost, the hand of God, and I stick a face. I'm a man who's sick, but I can't crash. I'm going to heaven cause I'm making ass. Shit for brains, piss in my pants. I'm making contain my Catholic domain. Catholic domain. Also Pig alias Nane Swartz, viel beschäftigter Mann in diesem Jahr mit KMFDM und so weiter und so weiter. Und da fällt mir ein, seine Frau macht jetzt, Anna, die macht jetzt als Sau, ist ja logisch, Pig und Sau. Und da fällt mir auch noch was ein, das beste Inner Sleeve des Jahres, dieser Tage erst gekommen, dieser Platte von Happy Monday. Wow, das ist der Hammer, echt. Ha? Ist das der Hammer? Ist das Wahnsinn? Und ihr ratet nicht, was unter meinem Daumen ist. Soll ich mal kurz zeigen hier? Ha? Okay, Happy Monday. Thank you.
Dann kann ich auch auflegen, oder? Okay, also, das war die Offbeat in dieser Woche. Und damit ihr gleich im nächsten Jahr wisst, wo der Hammer hängt, haben wir fürs erste Jahr was vorbereitet, nämlich 55 Minuten lang etwas ganz, ganz Feines von den Revolting Cocks. Okay, das war's. Und ansonsten wünsche ich euch noch, Happy New Year's. Ciao.